Ja, hallo und willkommen bei Ebercom. Ja, heute gibt es mal das Review zum DU C3 Falt-E-Bike, mit dem ich hier gerade unterwegs bin. Und mache jetzt gerade hier mal eine Testfahrt. Und ja, was mir jetzt direkt schon auffällt, ist, dass es hier natürlich keine Gangschaltung gibt. Man hat nur eine Übersetzung und die ist ziemlich kurz. Und dementsprechend schnell muss man hier in die Pedale treten, damit man dann auch hier mit ca. 15-20 km/h vorwärts kommt. Ja, ansonsten ist es natürlich gewöhnungsbedürftig. Das ist ein sehr kleines Rad, hat 14 Zoll Reifen und dementsprechend muss ich auch hier so ein bisschen beim Lenken aufpassen. Ja, der Motor mit 250 Watt, 10 Newtonmeter, Drehmomentunterstützung ist da. Der Lenker dementsprechend schmal, weil es ist ja auch kein Trekkingrad, ne? Sondern es ist ein Faltrad, was man in den Kofferraum schmeißen kann oder im Camping mal mitnehmen kann, um dann zum Beispiel vom Campingplatz mal eben in die 2, 3, 5 Kilometer entfernte Stadt zu fahren, um dort irgendwelche Besorgungen zu machen. Dafür ist dieses kleine Mini-E-Bike konzipiert worden. Aber ich muss sagen, es macht Spaß, hiermit durch die Gegend zu cruisen. Und und besser als noch zu laufen, ne? Wenn man jetzt mal schnell, wie gesagt, vom Campingplatz zur Stadt fahren will. Und die Campingplätze sind ja meistens immer außerhalb der Stadtgebiete. Genau dafür sehe ich den Einsatzzweck von diesem kleinen Falt-Mini-E-Bike. Und ja, dann ist man froh, wenn man sowas hat und nicht im Sommer bei italienischer oder spanischer 27, 28 Grad Hitze diese Strecke ablaufen muss. Oder ja klar, man kann es auch mit dem Auto, aber ne, wir wollen ein bisschen auf die Umwelt achten. Und dann ist dieses kleine Mini-Falt-E-Bike genau das Richtige. Ja, ansonsten, was fällt mir auf? Die Bremsen greifen relativ gut, müssten aber noch was nachgezogen werden. Das sind nämlich keine hydraulischen Bremsen, sondern mit Seilzug, mechanische. Ja, Klinge ganz normal. Funktioniert wunderbar. Und der Gepäckträger ist bis zu 25 Kilo belastbar. Der Sattel, der hier verbaut ist, ist relativ bequem. Für die Strecken, die man mit so einem E-Bike dann absolviert, absolut ausreichend. Ansonsten hat man hier keinen großen Federungskomfort. Aber wie gesagt, ne, ich sehe hier den Einsatzzweck ganz klar. Wenn man halt mit dem Reisemobil unterwegs ist oder mit dem Wohnwagen, da kann man dieses Falt-E-Bike dann wunderbar mitnehmen und dann kleinere Strecken dann im Urlaub zu absolvieren. Dafür sehe ich den Einsatzzweck. Ja, und dann kommen wir jetzt mal hier an der Insel, werde ich jetzt mal pausieren und euch das E-Bike dann in den einzelnen Teilen vorstellen. So, ja, kommen wir mal jetzt zum Erklärbär-Video oder Erklärbär-Teil vom Video. Werde ich euch mal das Fahrrad jetzt nochmal genau vorstellen. Hier ist erstmal der Ein- und Ausschalter. Dann gibt es die Klingel. Die Kamerahaltung gibt es natürlich nicht. Dann haben wir einmal die Bremse vorne, die Bremse hinten. Wie gesagt, ist nicht hydraulisch, sondern Seilzug. 160 mm Scheiben drauf, vorne sowie hinten. Dann gibt es vorne noch
einen Reflektor und dann gibt es hier das Display, was euch den Akkustand anzeigt, und der Schalter hier unten ist fürs Licht ein- und auszuschalten. Und ja, es gibt hier einen Drehgasgriff. Und da kommen wir aber gleich noch zu. Dann zeige ich euch mal, wie dieses Bike zusammengefaltet werden kann. Man muss nur hier dementsprechend einmal lösen. Dann kann man es komplett einklappen. Die Pedale sind nicht einklappbar. Und die Sattelstünde kann man entweder komplett rausnehmen dann, was ich auch dementsprechend bevorzuge, die Sattelstütze rauszunehmen und dann einfach in den Kofferraum zu packen. Ansonsten, ja, das war es schon. Zu viel zur Klappfunktion. Ansonsten einfach Lenker wieder hoch, die Raster wieder eingerastet und dann ist das Thema auch gegessen. Zu den Reifen selber. Wie gesagt, das sind 14 Zoll Reifen mit ordentlich Profil. Wie gesagt, die Pedale, das sind ja also relativ einfache Kunststoffpedale. Auf dem Gepäckträger sind 25 Kilo maximal erlaubt und dann kann man sich hier noch ein Körbchen drauf machen. Ja, Rücklicht hinten hat auch eine Bremslichtfunktion. Schutzbleche sind aus Plastik und wie gesagt, der Motor hat hier eine Unterstützung von 10 Newtonmeter, also nicht die Welt. Und dann haben wir hier ein ganz einfacher Sitz mit Federung, relativ angenehm, wie ich finde. Und nochmal hier hinten der Reflektor. Den Link findet ihr in meiner Videobeschreibung. Und wie gesagt, ich finde den Einsatzzweck hier, gerade weil es auch keine deutsche Straßenzulassung hat, auch hier finde ich, dass das ein E-Bike ist, was man für den Urlaub wunderbar mitnehmen kann. Wenn es nach Italien, nach Spanien geht, da ist es zum Beispiel erlaubt, mit so einem E-Bike zu fahren. Beziehungsweise es ist ja kein E-Bike, sondern ein Elektro-Kleinkraftrad. Und wie gesagt, ich sehe den Einsatzzweck hier mehr für den Urlaub im europäischen Ausland. Es kann schnell mitgenommen werden im Reisemobil oder auch in den Wohnwagen. Und wenn man dann auf dem Campingplatz ist, kann man damit schön rumcruisen oder mal schnell eben zur Stadt damit fahren. Dafür ist es gedacht. Und da sehe ich auch den Einsatzgebiet von diesem E-Bike. Das ist kein Trekking-E-Bike. Es ist auch nicht dafür gedacht, dass man jetzt hier große Touren damit macht. Dafür ist es einfach nicht geschaffen, sondern einfach nur wirklich für die kurzen Distanzen. Ja, der Akku, der verbaut ist, ist ein 7,5 Amperestunden Akku. Laut Herstellerangaben sollen hier Reichweiten von bis zu, ja, entweder 25 bis 30 Kilometer, wenn man rein elektrisch fährt, also mit, oder wenn man halt mit der Motorunterstützung dabei noch tritt und pedaliert, sollen hier sogar Entfernungen, ja, bis zu 35 Kilometer möglich sein. Ich habe es nicht getestet, kann jetzt nur sagen, diese Entfernung jetzt nicht fahren werde, um das auszutesten. Das macht auch keinen Sinn und das muss dann jeder von euch selber wissen. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.